Ja, also mein Tipp an euch, jetzt sehen wir langsam, jetzt scheidet sich die Spreu vom Weizen, wenn es so weitergeht. Ihr könnt euch vielleicht oben ins Parlament zurückverziehen. Da können wir vielleicht das Dach dort irgendwie nützen. Okay. Ja, ich habe nur an euch gedacht. So, ein kurzes Statement von einem der Generäle 1933. 1933 ist ja ziemlich viel passiert in Amerika und das ist ja bis heute eigentlich nicht so, wird nicht so an die große Fahne gehängt. Weil da ist plötzlich ein General, eine zentrale Figur hervorgekommen und hat gesagt, er hat eine Verschwörung verhindert. Also es war praktisch die Übernahme des Militärs und des Staates und die haben ihn halt gefragt, ob er da mitmacht oder nicht. Und ich finde, das ist einer der letzten Soldaten gewesen, vielleicht auf dem Planeten, der noch Moral gekannt hat, Charakter, eben Eigenverantwortlichkeit, der nachgedacht hat. Und er hat gesagt, our boys were sent off to die with beautiful ideas painted in front of them. No one told them that dollars and cents were the real reason they were marching off to kill and to die. Also im Prinzip ging es damals wirklich, ja, auch eine Menschenvernichtung, eine sinnlose. Wenn wir mehr solche eigenverantwortliche Leute hätten, wäre es nicht so schlimm bestellt in der Welt. So, als nächstes kommt dann mal unser Rampensau, der Armin. Cool, ich bin die Rampensau, das habe ich gar nicht gewusst, obwohl ich ziemlich nervös bin. Ja, bitte ein bisschen Applaus, das ist doch super, weil ich könnte es nicht. Zuerst einmal danke generell an die Technik, weil es muss man wirklich einmal dazu sagen, ich bin selber Techniker von Beruf, darum bin ich ganz froh, wenn die Techniker immer gelobt werden und generell immer die Leute im Hintergrund alles zusammenhalten. Um auf den Vorredner anzuknüpfen, es gibt auch mehrere Soldaten, die das Herz am rechten Fleck haben, weil ich habe letztens, ich glaube CNN oder irgend sowas war das, irgendein amerikanischer Fernsehsender. Auf jeden Fall, die hatten auch so eine wunderschöne Friedensdemonstration. Ich meine, die haben ein paar mehr Gründe, warum sie auf die Straße gehen, weil gerade deren Land ein bisschen dafür verantwortlich ist. Und da haben sich die Soldaten gedacht, naja, 40 Stück an der Zahl, die haben uns irgendwelche Plastikmedaillen gegeben, haben uns die ganze Zeit in die Köpfe reinbossert. Ja, ihr geht's da drüber in den Irak und nach Afghanistan, um Brunnen zu bauen, um Brunnen zu bauen, um die Demokratie zu sichern. Und das wollte ich jetzt einfach nur mal auf den Vorredner anknüpfen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, weil ich finde es schon eine ziemliche Ehre, wenn man mir da sagt, hey, du hättest heute 15 bis 20 Minuten Zeit zum Reden, weil ich war immer nur beim Open Mic, weil also ich, ja, ich habe immer frei geredet beim Open Mic. Ich habe immer gedacht, es kommen mehr Leute und ich werde dann einfach, weil ich schon dran war, nicht noch einmal zum Open Mic kommen können, weil eben so viele Leute sprechen wollen, irgendwie nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann könnte ich ein paar Leuten noch einen Gefallen tun, die hier die Kritiker sind. Und es gibt ja so ein lustiges Ding, das ist die Verschwörungstheoretikerkeule, die Antisemitismuskeule, beziehungsweise die Nazikeule, mit dem uns sehr gerne kommt. Ja, und da rede ich jetzt einfach. Weil, wisst ihr noch, wie es früher war? Also mein Opa hat mir das zumindest so weitergegeben, beziehungsweise mein Uropa. Er hat gesagt, also wenn früher in einem besetzten Dorf von den Nazis auch nur einer ansatzweise irgendeinen von denen das Haar gekrümmt hätte, haben sie die Hälfte vom Dorf massakriert. Ja, ich weiß, gut, das ist jetzt eine übertriebene Zahl. Nein, nein, ist sie überhaupt nicht, weil in einem Dorf wurden 400 Leute umgebracht, nur weil ein Nazi umgebracht worden ist. Die haben gleich das halbe Dorf ausgerottet. Na gut, was hat das jetzt mit uns zu tun? Warum sage ich Antisemitismuskeule? Aus dem einfachen Grund, weil es mir schon zur Hölle stinkt, was in Gaza abgeht. 1,5 Millionen Menschen. Wie viele sind wir in Wien?
Wie groß ist Gaza? Wie laut müssen wir schreien? Wie laut müssen wir werden, dass die da drüben uns hören? Es geht um Menschen. Und die Hamas, weil ich will ein bisschen aktuell bleiben, der ein oder andere hat den Bericht von KNFM mitbekommen. Wer nicht, sollte es bitte nachholen mit der Evelyn Hecht-Galinski, eben eine Jüdin, deren Vater hat den Ausspruch geprägt, ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuen Unrecht zu schweigen. Sollte man sich, ja bitte, ich meine, wie ein KZ-Überlebender sagt, ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuen Unrecht zu schweigen. Ich persönlich bin in Österreich geboren, habe aber auch irgendwie ethnische Züge, weil ich komme aus Mödling. Das ist in Wien nicht immer so gut, wenn man das laut sagt. Aber das war jetzt mal mein Dampf. Na gut, einen Dampf habe ich noch, weil ich habe letztens wieder bei CNN was gesehen. Da haben sie nämlich mit der Hillary Clinton ein Interview geführt und die Frage war mehr oder weniger, naja, wie schaut's aus mit dem Iran? Naja, sagt der eine, links neben der Clinton, ja, wenn es jetzt so weitergeht und sich an die Atomwaffenverträge es nicht halten, dann werden wir eventuell intervenieren. Auf einmal fängt die Clinton an zum Lachen. Ich habe so etwas, mir ist eiskalt geworden. Die fängt an zum Lachen, weil sie schon ankündigen, dass sie den Iran angreifen. Und dann sagst du, oh yes, maybe next year. Sag mal, haben sie denen einbrochen? Das sind die Leute, die hier regieren. Und wir haben hier nur die Marionetten. Wenn ich mir den Feimann anschaue, ich habe keine Ahnung, die müssen sich irgendwelche heftigen Drogen eingekaut haben, irgendwelche Pferdeberuhigungsmittel, dass der da so sitzt. Ja, Österreich ist gut, wir sind super, die ÖVP liegt uns ein Haxe. Ja, seid auf dem Hörmer! Ich komme mir wirklich schon vor wie in einer Parallelwelt. Aber dann habe ich gesehen, Creality, und dazu habe ich noch ein bisschen was aufgeschrieben. Denn es gibt eine Zukunft und das ist eine riesige Matrix, wie ich schon einmal gesagt habe. Und dann bin ich einmal zu Creality gegangen und ich habe gesehen, es gibt tausende Netzwerke, tausende von Österreichern, die sich zusammenschließen wollen und einfach nur Lust haben zum Leben. Sie wollen nicht mehr auf die Regierung hören. Die wählen sie auch nicht mehr. Wenn jemand schwarz wird, dann sagt er, geh scheißen, weil nach Paragraph bla kannst du mich mal am Arsch lecken. Danke. Ich werde etwas emotional, aber ich glaube, das brauchen hier einige Leute auf jeden Fall, die da hinten. Weil sie glauben, solange wir hier brav unsere Texte vorlesen und alles sachlich bearbeiten, werden sie schon dahinter kommen. Nein! Irgendwann muss denen auch einer ins Gesicht schreien. Danke sehr. Auf jeden Fall zu den Alternativen. Was gibt es für Alternativen? Wir haben einige Alternativen, weil zum Beispiel, wie ich in Creative war, habe ich festgestellt, es ist nicht unser Problem, an Nahrungsmittel ranzukommen. Es ist unser Problem, die Nahrungsmittel zu verteilen. Naja, wie hast du das festgestellt? Naja, in Creative haben mehrere alte Omas und Opas im Waldviertel draußen gesagt, wir haben so viele Zwetschgen, Kirschen, Marillenbäume, Apfelbäume, Birnenbäume, die werden nur alle nicht abgebrockt, das fühlt alles so Boden verwest und drauf geschissen. Da denke ich mir, warum können wir es Jungen sich da aber zusammenschließen? Vielleicht hat der eine oder andere sogar ein Auto, fährt rüber, wir brocken es ab, bringen das so unserer Oma, die macht mit ihrem Geheimrezept die beste Marmelade, das beste Brot und es gibt keine Konservierungsstoffe, das heißt, es wird schnell hinnig, das heißt, wir müssen es schnell verteilen, das heißt, jeder hat was davon. Und es ist wirklich so, wir machen jetzt gerade Gruppen im Internet, in Creality, im Netzwerk und wer dabei sein will, also wem was anspricht. Also punkto generell einmal die Gassi-Geh-Runde fürs Tierschutzhaus, wie gesagt, zahlt 25 Euro für eine Person, für einen Hund als Versicherung. 25 Euro von 25 Personen für einen Hund. Wie gesagt, vielleicht hat einer oder ein Auto, vielleicht treffen sich sogar noch mehr Menschen, wir können mit zwei Hunden Gassi gehen. Wir lassen den Namen von der Versicherung beim Hund einfach aus. Wenn dem Viech was passiert, trage ich einfach den ein, mit dem ich Gassi gegangen bin. Danke, dazu brauche ich nicht viel, dazu brauche ich nicht einmal Material, ich brauche genau einen Euro und 25 andere Leute, die gerne mit einem Hund Gassi gehen und keine Zeit generell für einen Hund haben. Danach gibt es etwas ganz Großes für alle, die den Namen Klaus Toner etwas sagt. Archäologe, bosnische Pyramiden, ja, einige andere bleibende Artefakte, die hier in Österreich analysiert wurden. Das Statement dazu war immer, wir haben keine Ahnung, aber die Menschheitsgeschichte gehört umgeschrieben. Ich kann jetzt keine größere Theorie aufstellen, aber wer bei dieser Website mitmachen will, es wird alles archiviert, katalogisiert und ins Internet gestellt. Sprich, was über Klaus Toner im Internet findet, ist nur die Spitze des Eisberges. Wer Lust hat und sagt, hey, ich will ein bisschen einen Text über die bosnischen Pyramiden schreiben oder ein Video dazu machen, macht das, vernetzt man sich, wir zeigen es dann auf dem Donau, es wird hochgestellt, weil es ist ein Riesenprojekt, wo wir sehr viele Leute brauchen.
Punkt 2. Was haben wir denn noch für schöne Sachen? Ja, das mache ich jetzt nämlich gerade ganz aktuell, weil ich habe ein kleines Problem mit der GIS. Habe ich mir gedacht, ne GIS, ihr könnt sich ja mal kreuzweise, weil meine Freundin hat damals aufgemacht. Das war nicht so günstig, ich würde den doch niemals aufmachen. Auf jeden Fall habe ich mir gleich einmal ausgedruckt, dass ich keinen TV-Anschluss mehr habe. Ich habe mir ausgedruckt den Zeitungsartikel, wo drinnen steht, dass ein Österreicher mit Internetanschluss ohne Fernseher bitte nicht die GIS zahlen muss. Ist ja ganz logisch, weil so stelle ich, was ist Internet? Den Hardcore-Superporn, wo jeder 25 Euro zahlt und ihr alle müsst davon zahlen, weil es ist ja im Internet. Ja, Entschuldigung, also den Schmäh, also es ist woanders hinpicken. Na, ganz sicher nicht mit mir. Gut, wie können wir denn noch andere Leute kennenlernen? Naja, wir machen einfach ein paar Livestreams. Eventuell mit anderen Mann machen, das wäre wieder ein größeres Projekt und im kleinen Rahmen. Wir schalten sich mit Leuten aus der Ukraine, aus der Türkei generell einfach via Videolink zusammen, eine kleine Gruppe einfach. Um einfach zu wissen, wie ist die Gegenseite drauf. Wenn man findet im Internet jemand, der vielleicht, warte, könnte es jemanden geben in Österreich, der halt eventuell Russisch und Deutsch spricht in Österreich? Oder jemand, der vielleicht sogar Türkisch und Deutsch spricht in Österreich? Ich weiß, also ich glaube schon. Auf der Gegenseite glaube ich das genauso und so können wir doch super zusammenfinden. Und sich allein einen Videolink machen, dann haben wir einen super Abend. Und ganz ehrlich, da scheiße ich aber gerne auf die neue Door and a Half-Man Folge. Weißt du, wieso immer nur dasselbe Blödsinn? Ich wirklich, am Anfang, wie ich vom Fernsehen ausgestiegen bin, da habe ich auch noch Door and a Half-Man, Salzburg und den ganzen Schwachsinn geschaut, übers Internet, ja, ja, weißt du, das Cast, Movie 2K, bla bla bla. Burning Series, für den, der es interessiert. Aber mit der Zeit gewöhnst du das ab, du gewöhnst sogar das Computerspiel ab, du gewöhnst so viele Sachen ab, du denkst nach, du gehst in dich, du schaust, was habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht, warum habe ich das gemacht. Und dann kommst du auf die Erkenntnis, naja, eigentlich muss ich nur Gutes tun, unter Anführungsstriche, beziehungsweise mit anderen Leuten was tun. Wir sind eigentlich schon so weit, wir haben die Menge, wir haben die Masse, wir haben die Ideen vor allem. Wir haben, bitte Leute, lasst euch mal zu mir zu gehen, wir haben die Ideen, wir haben die Ressourcen. Nur ganz kurz zur Reality, da habt ihr euren eigenen Account, ähnlich wie bei Facebook. Ich kann eingeben, ich habe einen Akkuschrauber, ich habe Holz, ich kenne mich gut aus mit Computer, ich kenne mich gut aus mit Hydrokultur, bla bla bla. Und mein Projekt ist eben die Gassi-Runde, das GIS-Projekt, das Donau-Projekt und das Gemüseprojekt. Das ist nur einmal annähernd das, was ich wäre. Ich bin eben dahergefahren und habe das noch kurz aufgekritzelt mit Comic-Style. Das erfordert nichts! Ihr könnt auch immer gerne rauskommen und sagen, hey, ich will nur für 30 Sekunden einmal meinen Dampf ablassen und sagen, geht scheißen. Oder ich will nur für 30 Sekunden einmal drauf sein und sagen, ja, ich will bei der Gassi-Runde dabei sein, bitte, weil wir brauchen mehr Gassi-Runden. Weil ich kann mir keinen Hund nehmen mit dem Job und mit dem Ganzen, würde ich gerne in Wien. Aber so eine Gassi-Runde würde mich echt interessieren. Ich habe aber auch wenig Zeit dafür, darum würde ich mich freuen, wenn mir Leute auch dabei helfen. Es ist eine riesige Vernetzung, jeder macht etwas, jeder vernetzt sich, nicht einer alleine. Es ist diese Pyramidenstruktur. Oben ist einer an der Macht und die unteren haben es geschissen. Jetzt ist umgekehrt, das Dreieck drehen wir um. Der unterste hat es auch noch geschissen, weil er alleine ist. Aber oben sind wir viele, ganz viele. Und das sind die, die vorher oben in der Pyramide waren, die unteren, weil sie es nicht genießen haben. Und ihr könnt euch jetzt schon aussuchen, wollt ihr rauf in die Pyramide, in die verkehrte? Oder wollt ihr lieber in ein anderes System bleiben unten und euch sagen lassen von eurem Boss, was ihr denn bitte zu tun habt? Ah ja, ich habe einen wunderschönen Job, aber es kann sein, dass ich wegen Reality den einfach nicht mehr machen muss. Ich meine, er gefällt mir sehr, es ist eine körperliche Arbeit, aber ich mag das sehr, was ich da tue. Aber mit Reality habe ich einfach mehr Zeit und kann meine Ideen mehr verwirklichen und ich kann einfach, ja, das tun, was ich denn will. Na gut, es beginnt zum Regnen, ich komme zum Ende, ich sage nur noch eins, der Plan von Reality ist folgender. Die riesigen Netzwerke zu materialisieren, mehr oder weniger. Daneben ist immer noch die Regierung, keiner wählt diese Vollidioten mehr. Wir machen unser eigenes Ding. Und wenn auch noch irgendwer daherkommt und sagt, du darfst das nicht tun, du darfst keinen Zwetschgenbaum abernten, weil das ist illegal. Fick dich ins Knie! Meine Zwetschgen, mein Österreich, mein Wien, alles meine Leute, alles ich, alle miteinander, alles uns. Jede Zwetschge! Entschuldigung, was soll ich machen? Warte mich verfeuert unter! Wie oft gehst du herum und siehst hier mit verfeuerten Früchten am Boden? Danke! Hab ich ganz viel Liebe und vernetzt man sich endlich!